Ja! Ja, Moment, du siehst gar nichts. Dann komm weiter, du musst näher rankommen. Wenn du nichts siehst, kannst du nicht mitspielen. Oh, okay. Mario und Co. wollen herausfinden, wer der ultimative Superstar ist. Aber was bedeutet das und wie soll man es entscheiden? Ja, wenn ich das mal wüsste. Aha, Mario hat offenbar eine Idee, wie man den Superstar ermitteln könnte. Man geht zu Dieter Bohlen und sagt, lass mal verfickt nochmal singen. Den anderen gefällt sein Vorschlag ganz offen sachlach. Ich sollte vielleicht auch Sound anmachen, ne? So. 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 Flangos, einen schönen guten Abend. Diesmal werden wir herausfinden, wer der wahre Superstar ist. Natürlich Alexander Klavs. Organisationsteam für den Wettbewerb besteht aus alten Bekannten. Meine Freundin Toadette und mir selbst. Sei nicht so stolz mit deinem... Ne. Also dann, legen wir... Etwa vergessen? Boff singten. Oh mein Gott. Genau, jemand von Superstar Surfen, Schnöf. Selbstverständlich. Mimikyu, einen schönen guten Abend. Stimmt's, Leute? Ach, Moment, kann man... Flitzekacke! Whee! Ja, also kann ich jetzt wählen aus... die dumme Ziege. Kann ich jetzt wählen aus... Bösewichten und Gutewichten, ja? Kamek mit seinem langen Stock mit einer ziemlich großen Öffnung. Der hatte schon den einen oder anderen Katheter, habe ich mir sagen lassen. Jawohl. Ich weiß. Aber erwartet nicht, dass ich euch Vorteile veröffne. Kann ich, muss ich das irgendwie... Ach, die Story wird so lange nicht sein, oder? Sehr schön. Mit Kameks Hilfe sollten die Vorbereitungen noch schneller abgeschlossen sein. Aber der wollte dich doch sonst immer töten. Du kannst doch jetzt nicht einfach sagen, wir bereiten zu... So, willkommen zurück in Don't Hug Me, I'm Scared. So, Leute. Jetzt sind wir startklar. Schön fliegen. Sehr schön. Wartet nur ab, was wir in petto haben. Ja, lass mal gucken, Alter. Cooles Tor, yo. Noch ein Toad. Noch drei Toads. Ich habe Angst. Aber das macht ja nichts. Gute Wichte, stimmt. Wir nehmen gute Wichte. Die behalten wir. Wie Bowser klatscht das. Wundervoll. Aber Goomba kann ja niemand mehr klatschen. Alter, es gibt Diddy Kong, heilige Scheiße. Stimmt, Wario und DK sind gute Charaktere. Aber DK war ja quasi schon immer. Drücke SLR. Musst du machen. Wir müssen den Controller tauschen. So. Okay, wer sind wir denn? Wir sind natürlich. Die Frage ist jetzt, wer von uns beiden ist Flitzekacke, Alter? Willst du Flitzekacke sein? Du willst Flitzekacke sein. Okay, ja, ich muss sowieso Wario sein. Ich habe ja keine andere Wahl. Okay. Wario und Flitzekacke. Ja, lass mal zocken, Alter. Was geht denn hier so? Erzähl mir mehr Story. Das ist der Grund, aus dem wir dieses Spiel überhaupt spielen. Hallo? Bewegen. Also, ach, ich muss... Oh, willkommen. Hier ist der Einsatz zur Partyplaza. Wir möchten so eine Party feiern. Ein Silurin wäre ganz cool. Normal, stark oder sehr stark. Wir machen mal erstmal normal so zum Anfang. Hi. Nette Geste. Bei einem Wettkampf ist übrigens mit den anderen abzuklatschen. Was ist das, bei UFC oder was? Aber ich will gewinnen. Am schönsten ist, wenn das Timing genau, wenn alle das Timing genau treffen. Wie wäre es mit einem Versuch? Fertig? Yeah. Fertig? Ja, du musst machen. Hui. Das ist ein überflüssiger Schwachsinn. Oh, wir reiten geschwind durch Kack und Wind. Yeah! Dann. Das bringt Wettkämpfer doch in der Nähe. Ja, das ist genau das, was wir wollen. Guck mal, ich bin umzingelt von Frauen. Wahnsinn. Und das ist meine Party. Bis dann, ja, tschö. Lasset meine Glocke läuten, wenn du verstehst, was ich meine. Um die Partygruppe zu ändern, einfach wieder bei mir vorbeischauen, ja? Tschüss, dann diesmal wirklich. Okay. Oh, Wario. Alter. Heiliger Drogenrausch, ey. Diese Party ist so groß, dass ich etwas für dich zur besseren Orientierung habe. Ein paar Drogen vielleicht? Ein Gerät, das richtig was hermacht. Wie wäre es mit einem Joy-Con? Mhm. Das Toad-Tablet. Das Spiel ist nicht neu, glaube ich auch, ja. Ist das jetzt eigentlich dann Varoy? Hashtag? Ich hoffe, es hilft dir. Selbstverständlich. Der Gerät. Alter, ist jetzt einfach, hat er es jetzt in die Nase geschnupft? Hat jetzt einfach in die Nase aufgesogen. Die Nase sieht auch schon ein bisschen aus wie Kirby, wenn wir jetzt mal genau hingucken. Toad-Tablet, ja, okay. Mitteilung, du kannst das Toad-Tablet verwenden, darauf findest du unter anderem eine praktische Karte. Schließe das Toad-Tablet, um zur Partyplaza zurückzukehren. Das ist jetzt aber nicht hier Five Nights at Freddy's oder so, ne? Das ist jetzt nicht so ein Kram. Moment, was möchte ich mal? Das sieht hier nach Spielen aus. Das ist mal das Mario Party-Brettspiel, das mit Würfeln gespielt wird.
Es gewinnt, wer am meisten Sterne hat. Ja, lass mal. Nee, nicht hier Tablet. Lass mal Zocken. Willkommen bei Mario Party. Wusste ich so, dass es dich hier verschlägt. Viel Glück. Luck is for losers, bitch. Oh, drücke plus minus auf dem... Wenn du den Modus wieder verlassen möchtest. Entschuldigung, wir haben noch gar nicht angefangen. Stimmt, Open World. Yes. Wump Domino Ruine. König Bobombs Pulverfassmine. Oh, jetzt sind es zwei Minen. Ne, Ruine und Mine, Entschuldigung. Riesenobstparadies mit einer Melone und einer Ananas und... Oh, kann ich das wählen jetzt? Ich möchte das Fragezeichen haben. Nee, kann ich... Also muss ich erst freischalten. Was möchtest du denn haben? Damenwahl. Du möchtest Riesenobst, dann nehmen wir Riesenobst. Okay, 10 Runden, 60 Minuten. Ach du Scheiße. Okay. General Biemann, schönen guten Abend. Willkommen zu... einer anstehenden Scheidung. Quasi. Mario Breath of the Wild Party, die würde ich auch nehmen. Warum sind keine Zelda-Charaktere hier drin? Hashtag DLC, hallo? Oh, wie hübsch. Fantastisch. Obstsalat. Frauken ist allergisch auf Kiwi. Ha! Du hast dich selbst geschlagen. Du hast dein Kryptonit quasi selbst ausgesucht. Willkommen im Tropenparadies, Abenteurer. Ihr habt offensichtlich hoffentlich Sonnencreme dabei. Nee, nur dieses Aufsprühzeug, weil das macht ja pfft. Und ohne pfft mache ich gar nichts. Du bist zum ersten Mal hier, oder? Jupp. Es gibt insgesamt 4 Inseln. Sehen wir uns doch einmal um. Auf der Meloneninsel gibt es 2 Funkensprühe. Okay. Verstehe schon. Auf der Geschenkinsel liegen 2 Geschenkkisten, was da wohl drin ist. Auf der Ananasinsel gibt es einen Spezialladen, wo man tolle Sachen kaufen kann. Seht mal. Das Riesenwaffeleis da. Das Eis müsste doch eigentlich noch ein bisschen schneller. Über die Röhren kann man von einer Insel zur jeweils schräg gegenüberliegenden gelangen. Ja, nee. Ja, auf der Meloneninsel spritzt was. Das habe ich auch so verstanden. Wie wär's? Beziehungsweise, das wär's. Viel Spaß beim Inselhüppen. Hab Dank, Samu. Schon 0 Uhr, genau. Nach 22 Uhr darf ich erst an 22 Uhr ausstrahlen. Sollen wir die Regeln durchgehen? Ja, zum ersten Mal. Ich kenne das Spiel ja noch nicht. Mal gucken. Lieber einmal gucken, als nichts verstehen. Würfle und ziehe die entsprechende Zahl an Feldern. Ja, ist mir schon klar. Lande auf besonderen Feldern, um Münzen zu sammeln. Okay. Aber nimm dich in Acht vor roten Feldern. Ja, ist klar. Für jedes gewonnene Minispiel erhältst du eine ganze Menge Münzen. Heilige Scheiße. Münzen allein sind jedoch nur Mittel zum Zweck. Um zu gewinnen, brauchst du etwas anderes. Und zwar meine Fliege. Hurra! Sterne! Wer davon am Ende die meisten hat, gewinnt die Partei. Ja, dann geht's ja noch. Lebenssaft. Ja, Ananas. Passt auch. Selbst 100 Münzen würden dir nur wenig helfen, wenn du nur einen Stern hast. Arschloch. Sehen wie beim bekannten Sprichwort. Sterne regieren die Welt. Klar. Das Übliche. Also mit Penis? Gut, dann benötigen wir jetzt eine Reihenfolge der Spieler. Bitte würfeln. Und dir gar nichts vorschreiben. 1, 2, 6, 4. Na toll. Guck mal, wie toll wir sind. Heilige Scheiße. Willst du Kacke zuletzt, aber du wirst den Laden von hinten aufrollen, glaub mir. Du brauchst mich gar nicht so angucken, du gewinnst und fertig. Monty Maulwurf beschließt die Runde, du musst drüben. Hurra. Als Startkapital bekommt jeder 5 Münzen geschenkt. Heilige Scheiße. 5 Tacken oder 5 Cent? Das ist die Frage. Sterne sind der Schlüssel zum Erfolg, wie du mir gerade bereits erklärt hast. So viel ist ja wohl klar. Also, wo befindet sich der Erste? Ich habe keine gottverdammte Ahnung. Du wirst es mir mutmaßlich jetzt mitteilen. Toadette hat also die Sterne, ja? Und sehr, sehr bammelnde, bimmelnde. Easy, einen schönen guten Abend. Ich hoffe, du hast meine private Nachricht gelesen. Hier, ein schöner, glänzender Stern. Sammle genügend Münzen und komm dann zu diesem Feld. Denn ich habe mich gestern... gleich, wenn der fertig ist mit Reden. Wer sich wohl die meisten Sterne sichern wird? Ui, das wird spannend. Dann mal los. Yes, los, Jon. Gestern mal schlau gemacht wegen diesen ganzen Alert-Text-to-Speech-Sachen. Es ist scheinbar so, dass es sowohl einen softwaremäßigen Spam-Schutz gibt, also wenn jetzt jemand die ganze Zeit www in das Text-to-Speech-Ding eingeben würde, das könnte ich filtern. Aber die kaufen diese Stimme selbst, also Streamlabs, worüber das Ganze funktioniert, kauft diese Stimmen selbst über Amazon und in diese Stimmsoftware integriert ist auch ein Spam-Schutz. Da habe ich keinen Einfluss drauf, da habe ich keinen Einblick rein, also ich weiß nicht, was der filtert. Und ich kann es auch nicht ausstellen. Ich vermute mal, dass der Schimpfwörter filtert und Wortwiederholungen, aber das weiß ich nicht. Das wissen die, glaube ich, selbst auch nicht so ganz genau. Also so funktionieren diese Sachen. Und deswegen
werden manche Sachen dann nicht vorgelesen. Habe ich leider keinen Einfluss drauf. 5. Wie meine Schulnote. 3 Münzen. Hey, ich bin Erster. Wow. Wahrscheinlich zum letzten Mal heute. Mario Party ist aber nur fast so zweideutig wie Pokémänner. Weil da liegen Menschen am Strand. Und vor allem gibt es in Pokémon Howard the fucking Duck, Alter. Und wie wir alle wissen, fuck the duck before the duck you fuck. Ja genau, genießt den Ruhm. Schon bin ich nicht mehr Erster. So, jetzt kommt Frauen. Was soll das, sind Lorke-Männer. Toll. Felder bis Stern 19 wird da unten angezeigt. Aber Moment, soll ich die Kamera lieber auf die andere Seite packen? So ist besser, oder? Weil sonst ist ja den Teil davon Dingsbums bedeckt. 4 Spieler Minispiel, du liebe Zeit. Ich habe keine Ahnung, easy. Danke für die Bits. Weißt, nicht dabei sein ist alles. Aufgabe, herausfinden, welcher Charakter fehlt. Scheiße. Verstehst du? Hier werden ganz viele Sachen angezeigt, du musst dann auswählen, welcher davon nicht vorkommt. Ha? Okay. Warum jemand? Ja, ja, mach doch. Kann ich das irgendwie beschleunigen, oder? Ich muss bereit drücken. Ah ja, okay, ich hab verstanden. Okay, also. Bin mal gespannt. Schön Design auf jeden Fall, ja. Das sieht, es ist hübsch aus, ja. Siehst du? Okay, wer fehlt? Einer von den dreien fehlt. Ach du Kacke. Warte mal, der hier. Oder nicht? Ja, klar. Ah, interessant, interessant, interessant. Ah, also die Reihenfolge ist schon auch wichtig, okay. Also es ist jetzt nicht egal, wenn ich das erste gefunden habe. Okay, okay. Nee, nehmen wir gerne so. Ha! I win. Das Geilste wäre natürlich jetzt, wenn sie gewonnen hätte. Also Daisy oder wie die Tante heißt. Das wäre fantastisch gewesen. Okay, letzte Runde. Yes, pass auf, noch einmal Gas geben. Pass auf, noch einmal Gas geben. Yes. Wahrscheinlich fehlt nicht das Grüne, das wäre zu eindeutig. Oder? Okay, cool. War ich Erster? Das war knapp, ne? Oh, du warst Erster. Ja! Ja, du warst Erster. Ja, guck mal, knapp. Heilige Scheiße, nur 2 Punkte. Läuft. Hashtag Froschi ist da. Daisy will mich lose. Ach, ist sogar Deutsch. Gewonnen. Hat der nicht immer irgendwas Rassistisches gesagt irgendwie in Mario Party 1 bis 3 oder so? Yes! Also 16 Münzen habe ich jetzt. Tighter Shit, Mann. Tighter Shit. Go, du bist Zweiter. Läuft doch. Easy, danke für die Bits. Gina ist immer für verruchte Ideen zu haben. Danke, Jerome. Wo ist Gina überhaupt? Ich dachte, wir feiern heute eine Party. Gina möchte nicht feiern. Genau, so ein Mist. Genau, das war's. Wobei, ich bin bis heute davon überzeugt, dass er eigentlich Do I Mist sagt, aber... Das Lustige ist, ich sage, der sagt irgendwas Rassistisches, 2 Leute springen darauf an, stimmt, so ein Mist hat er gesagt. Das ist fantastisch. Darky, schönen guten Abend. Okay, was muss ich machen? Einfach würfeln, ne? Spielbrett brauche ich nicht. Kann ich mir nicht mal mehr... Achso, das kann ich hier mit dann machen. Nee, kann ich nicht. Achso, du kannst nach links oder rechts neigen, um den Würfel zu wechseln. Ah, das kostet... Ach, das würde mich jetzt Münzen kosten. Dann würde ich aber würfeln zwischen 6 und 9. Okay, verstehe. Mhm. Ja, wir machen einen normalen Würfel. Wir machen einen normalen Würfel. Saufzeug ist ja zum Feiern. Zu Recht. Achso, 6. Yes! Quasi Satan. Oh, kann ich da dann auswählen, dass ich nach links gehe? Nein! Scheiße, nein! Oh, und alle werden gegen mich spielen und ich werde verlieren. Und Rosalina wird den Titan Shit rocken. So, Prost. Oh, sehr süß. Wir haben einen nachgemachten Captain Morgan rumgefunden. Es schmeckt sehr, sehr... Ja, süß. Monty Flitzekacke. Oder sollen wir ihn Freddy nennen? Freddy Flitzewurf. Aha, aha. Mir geht's gut, danke. Ich hoffe dir auch. Oh, du landest auf dem Pilz. Was wird das bedeuten? Wie Sandbrücke. Was machst du?
Das ist jetzt ein eigenes Minispiel. Ach, ein Item. Wie eine 6. Glückszahlwürfel. Lege deine Würfel 1 bis 6 einfach fest. Ich will sowas auch haben. Oh Gott. Easy, danke für die Bits, Alter. Kettensägen. Ich kenne nur Kreissägen. X im Sinn. Entschuldige mal bitte. Schon wieder irgendwas Pornografisches. Sieh genau hin. Fragen von Einzelspieler beantworten. Wie viele Früchte waren insgesamt zu sehen? Oh! Ach du Scheiße. Ich muss jetzt, ich stelle die Fragen. Ich stelle die Fragen, du musst sie beantworten. Yes. Ja, mach. Mhm. Okay. Ah, interessant, interessant. Gar nicht mal so uncoole Spiele. Okay, pass auf. Ja, ja. Ich sehe genau hin, verfickte Scheiße. Ich habe selbst nicht aufgepasst. Ziemlich coole Minigame-Idee, stimmt, finde ich auch. Das gefällt mir. Die richtige Antwort lautet... Alter, ach komm schon. Lahm. Die Verlierer werden reingefallen. Oh, das wäre lustig gewesen. Heißt das, wie viele verschiedene oder wie viele waren insgesamt zu sehen? Das ist die Frage. Oh, Yoshi, du musst da runter. Ich habe nicht aufgepasst. Lia als Schiedsrichter, das Übliche hier. Hast du dich verzählt? Oh. Moment, jetzt muss ich die dann aber immer noch schlagen, oder was? Toll. Super. Ja, ist ja scheißegal. Wenn die das gewinnt gegen mich, habt ihr ja trotzdem gewonnen. Oh. Trug irgendwer nichts? Ich hab. Achso, scheiße. Mehrere direkt. Ach du Scheiße. Hat die richtig geantwortet? Ja, genau. Gleich kommt von links eine Fernbedienung reingeflogen. Ich warte auch drauf. Der Moment wird kommen. Ich spüre es schon. Ich spüre den Wind der Ausholbewegung schon in meinem Nacken. 1, 2. Hat sie 2 ausgewählt? Nein, hat sie nicht. Ich hab gewonnen. Es ist ja gegen die AIs, das ist im Prinzip zu 100% Glückssache, oder? Wahaha, was war das? So, Katze. Katze ist jetzt beleidigt, weil Katze da kann natürlich jetzt, wenn Frauken spielt, kann Katze nicht auf Schot von Frauken. Das ist grausam. Ach, ich krieg trotzdem 2 Münzen. Das ist sehr, sehr fair. Na, guck, nehmen wir. Dankeschön, Samu. Achtung. Hurra! Bin ich am nächsten an dem Stern dran? Ich muss ja... Wie Verbündeten, weiß ich nicht jetzt. Moment, warum sehen die Striche aus wie eine Koksleiden? Yoshi. Die 3 war verkehrt rum, oder? Du bist jetzt mit Yoshi verbündet. Yoshi. Also kaum schicke ich ihn vom Schoß, schon verbündet er sich mit meinen Gegnern. Ja, nee, ist okay. Komm ich mit klar. Funktioniert der Spaß jetzt? Ach, er darf jetzt auch würfeln. Geteilter Shit. Geschenke! Ja! Oh! Die Farbe der Hoffnung. Hallo, ich bin's, Lakito. Du bist bisher geschenkt. Hast du. Noch schneller, Alter. Nee, och, och. Cheat! Was soll ich machen? Kann ich mich wehren? 5. Was? Nö! Was ist denn für ein Cheat-Kack hier? Frechheit. Jetzt kriegt die auch noch ein Item, ey. Die ist ja sowieso schon maßlos überpowered mit ihrem Yoshi, der. Oh, okay, ja, ich bin am Zug. Mhm.
Sind das nur Sechsen? Moment, wie viele Münzen kostet eigentlich ein Stern? Das ist ja auch so eine Frage. Ja, mach doch. 4. Verbündetenfeld. Ich habe keine Ahnung, was es tut, aber... Selbstverständlich. Wer sonst? 10, 8, 9. Du brauchst mich wohl. Was gut, ich helfe. Aber nun diese eine Mark. Okay. Moment, die kann ich jetzt auch nutzen, oder was? Aber die kosten ja 3 Münzen. Da bin ich ja bald blank. Das kann ich ja nicht machen. Aber dafür habe ich jetzt aber auch keine Münzen bekommen. Ach du heilige Scheiße, Alter. Komm, bei Rosalina darf ich mich freuen. Bei Frauken natürlich nicht. Da würde ich mich natürlich jetzt ärgern. Bausett hat alles zerstört. Bausett, du darfst es sofort einsetzen. Du musst es wegdrücken. Die Metal Boys. Glücken, schönen guten Abend. Ach, das ist jetzt aber ärgerlich. Lass doch auch mal ein bisschen Spaß haben, Mensch. Das sind für alle negativ. Aha, aha. Herzlichen Glückwunsch. Okay, Moment. Was? Wie gewonnen, so zerronnen. Springen und im Sprung stampfen. Klar? Springen und denselben Knopf nochmal drücken zum Stampfen. Du musst gucken, dass du Münzen einsammelst und keine Bomben. Setze ich jetzt mal einfach. Klar? Okay? Party Boys und Girls, ja sicher. Come on, Party People! Du musst drücken, immer noch. Das Bereit-Ding hat Frauken noch nicht so ganz verstanden. Aber wir arbeiten dran. Okay, Start. Alle außer Frauken, Alter. Was zur Hölle, Mann? Was zur Hölle? Yes. 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 Ich habe jetzt noch gewonnen. Was? Was zur Hölle, Mann? Wieso hast du am Ende nur noch Bomben gemacht? Das hast du falsch gemacht. Du hast nur eine Bombe gemacht, da waren alle wieder weg. Ach du Scheiße, aber das ist schon ziemlich harsch. Sagen wir mal so. Verbessert, ja toll. Auf Kosten meiner Frau. Die dumme Ziege, die mir die Münzen geklaut hat. Wir müssen zusammenhalten, Mensch. Die werden wir, die ringen wir nieder. grausames Spiel, in der Tat. Eine Zumutung. Eine Zumutung in Bund. Das hat sie nie anders verdient, den Tritt in den Arsch. Das ist, okay. Kannst jetzt auch einen anderen Würfel verwenden. Ja, ja. Mir klar. Das war den hier. Den könnte ich verwenden. Und damit würde ich auf jeden Fall zu dem Dings kommen. Was kostet denn ein Ding? Das ist jetzt die Frage. Was... Ich hasse dieses Spiel. Hat ja lange. Ich liebe dieses Spiel, heilige Scheiße. Tight, tight. Ich vermute mal, ich hoffe jetzt mal einfach darauf, dass die Gina. Schönen guten Abend. Hast du Getränke mitgebracht? Ich hoffe mal einfach, dass sie den Online-Modus für die Spielbretter nachliefern. Alles andere wäre schon. Ziemlich albern, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass sie es online bringen, weil bisher macht es auf jeden Fall x-fach mehr Spaß als der ganze Kack, den es in den letzten Jahren Mario Party gab. Also. Ah, also es ist eine 50-50-Chance. Entweder ich bekomme die Chance, irgendwem anders Münzen zu klauen, oder man klaut mir selbst 5 Münzen. Okay, verstehe, okay. Cool. Ja, das heißt cool. Das ist ING-Bullshit. So, Flitzekacke. Flitzekacke am Werk, hau einen raus. Cheers. Ich habe 37 Münzen. Die klaut mir wahrscheinlich gleich irgendwer. Easy, danke für die Bits. Und natürlich die versauten Sachen. Yes. Oh, steht ein Thermometer, wir müssen aufpassen.
Es wird bestimmt irgendwas von irgendwas Grausames bedeuten. Wie, du machst die Silbersterne? Ey, wir sind ein Team jetzt. Alter, Brofist, wir machen das jetzt. Komm, wir schon Dinger verkloppen hier. Keine halben Sachen. Yes! Keine halben Sachen. Wir müssen jetzt eine halbe, zwei verfickte Stunden dasselbe Mario-Level spielen. Hälften zusammenfügen. Kacke. Drehe, um deine Blockhälfte in die andere Hälfte auszurichten. Ach du Scheiße. Wir müssen jetzt, also wir müssen das drehen, ja? Und dann müssen wir das zusammenstecken. Okay, mach mal. Drück mal auf den Knopf. Der eine, der die ganze Zeit funktioniert. Der rechte, der da lustig blinkt, genau. So, und jetzt müssen wir das zusammenstecken. Also quasi... So. Klar? Ich versuch mal. Keine halben Sachen, da sagst du mir. Okay, pass auf. Achtung. Ja, ja, Start. So, pass auf. Drück schnell. So, 1-0 für uns. Klatsch. Drücken. Dreh mal. Warte mal. Nee. Yes! Okay. So. Und jetzt drehen. Und zwar so oben. Warte. Nee. Halt still. Wie muss ich? So. Nee, wie muss ich denn? So, yes! So sehen Gewinner aus, Mann. Aber Mann, die Computer ist eine verdammt gute Frage. Ja, Frauen, spiel mit. Jetzt können wir loslegen, also ja. Oh, das war fantastisch. Das hat Spaß gemacht. Oder? Das sind diese Motion Controls. Normalerweise stehe ich da gar nicht drauf, aber in Mario Party ist es schon okay. Schon okay. Ich habe auf die Gegner gar nicht geachtet, weil ich war so konzentriert. Weißt du? Die sind auf normal eingestellt. Ich konnte schwach gar nicht einstellen. Ich hatte die Wahl zwischen normal, schwer und super schwer oder so. Keine Ahnung. Ich habe erstmal normal genommen. Ach, normal ist das Schwächste. Ja, okay. Ja, wenn das normal ist, dann ist aber, weiß ich nicht. Naja. Ja, Motion Control ist in dem Fall definitiv normal, ja. Beziehungsweise, okay. Du wirst nie... Du dumme Ziege. Ich hasse dich abgrundtief. Es trifft mich natürlich trotzdem. Mario Party Gegner sind im Prinzip ein bisschen wie Fisherman's Friend. Schon lange keine Fisherman's Friend mehr gehabt. Früher hatte ich die täglich. Ich hatte dann meistens die mit dem Anis-Geschmack und da hat mir irgendwer gesagt, dass Lakritz und Anis impotent machen. Hans, Alter. Ja. Okay, ich lese da so einiges Anrüchiges drin, easy. Das nehme ich jetzt nicht auf meine Kappe. Easy, danke dir, Alter. Ja, ich spiele wieder normal, wir würfeln normal, das müsste jetzt eigentlich funktionieren, oder? Hier, Tante. Hab Dank, easy. Oh, das reicht so gerade eben, ne? Ah, yes! Mm. Willkommen, wieder ganz schön heiß heute, was? Nicht in Ruhe hier oben. Da ist ein goldener Pilz. Goldener Turbo-Pilz. Wurf plus 5. Lege einen Wurf 1 bis 6 einfach fest oder teleportiere dich in die Nähe eines Sterns. Das könnte ja so kurz vor Schluss richtig einen raushauen, ne? Mach mir keine Angst, genau. Wenn du dieses wunderbare Item verwendest, wirst du in die Nähe eines Sterns versetzt. Jetzt habe ich gerade gelesen, denke. Oder war das Lakritz? Ich weiß nicht, ich glaube, man sagte das früher mal so. Was für eine Hitze. Da wäre sowas wie dieses Waffeleis da doch das Richtige. Ich habe natürlich gewartet. Hallöchen, guck weg. Also, nimmst du meinen Stern? Ach, 10 Münzen nur, okay. Glückwunsch, Varoy. Damit bist du um einen Stern reicher. Yes, Julian. Schönen guten Abend. Willkommen zum besten Spiel aller Zeiten. Yeah. Oh Gott. Oh. Stern erhalten. Ja, sicher. Boom, schlabberlabber, Alter. Hurra. 10 Münzen. Ein Stern kostet 10 Münzen. Gut, dann ist es Zeit, den nächsten Stern auf dem Spielfeld zu platzieren. Mal sehen, bla bla bla. Das geht immer so schnell weg, ey.
Nach ersten Anzeichen, aber auch nur easy, Alter. Danke dir. Ich habe jetzt echt Hitler gelesen. Wer ist wohl als erstes die Herrschaft? Na, ist gut. Sexy Eis. Banane. Sexy Eis mit Früchten. Es ist ja dieselbe Insel gewesen, oder nicht? Ja, klar. Die haben mir jetzt einfach den nächsten Stern direkt vor die Füße gelegt. Ja gut, ich nehme das dann wohl mal. Mit Früchten oder ohne. Garniert mit einer braun gebrannten Mokkabohne. Bürger Lars Dietrich. Geile Sau. Items. Items Plocks. Items Plocks. Das Lied ist fantastisch. Wer hätte gedacht, dass wir musikalisch nochmal auf einen Nenner kommen? Ich bin Goomba. Ja, danke. Ich habe einen Goomba hier auf der Couch sitzen. Hat die jetzt irgendwas gewonnen, die dumme Kuh? Was? Brauken dachte, ich meinte sie mit Goomba. Nein. Du, wenn es dich beruhigt, ich sehe dich nicht als braunen Blob mit Füßen. Ja. Stefan Raab Verein, der sehr. Das war ein fantastisches Geburtstagsgeschenk, sicherlich easy, oder? Komm. Danke dir. Warum macht der Geräusche wie ein Toad? Nur in niedlich. Na, hätte ich gerne. Der macht einfach, der gibt auf irgendeinem Wurf plus 5. Das Ding lässt dich eine Zahl auswählen zwischen 1 und 6 und das andere Ding packt dich in die Nähe eines Sterns. Was in die Nähe eines Sterns bedeutet, weiß ich allerdings nicht genau. Ich würde allerdings auch aufpassen, weil du hast nur 22 Münzen und wenn du 10 übrig behalten möchtest für einen Stern, wenn du zwischendurch auf dem Weg zum Stern noch ein paar verlierst, ist dann zum Beispiel scheiße. Aber das musst du wissen. Ach, die Temperatur steigt. Aber die Temperatur steigt. Das heißt bestimmt irgendwas ganz Schlimmes. Du musst oben lang zum Stern. Du musst den unteren Knopf drücken. Jetzt den rechten. Es war nicht der rechte. So. Hier an der Stern, es ist ein Feld vor dem Stern. Oh, das ist aber sehr, sehr freundlich. Ich hätte gedacht, dass es zumindest irgendwie random, sagen wir mal, zwischen 1 und 5 ist. Also genau 1 daneben ist schon krass. Finde ich. So, alle gegen Rosalie. Wieso das denn jetzt? Ordentlich Geld schaufeln. Lass mal ordentlich Geld schaufeln, Alter. Oh, ich habe auch Spaß bis hierhin. Passt schon. Reiche die Bob-Bombs im Uhrzeigersinn weiter. Okay. Also einfach weiterreichen mit dem Knopf. Okay. Es ist im Prinzip ist es Reise nach Jerusalem. Okay. Gerade weitergeben, wenn du irgendwas explodierendes hast. Klar? Nicht so wirklich. Wir machen mal. Mal gucken, was passiert. Okay. Wer sind die gelb? Warum ist Flitzekacke gelb? Ich habe gar nichts. Yes! Okay. Schokolade. Nehmen wir gerne. Okay. Es ist fies, dass wir direkt hintereinander sind. Okay. Finale. Das ist aber auch reine Glückssache, oder? Boah, da hätte Frauen jetzt gewinnen können. Kann sie natürlich sonst auch. Ende. Strategische Meisterleistung immer. Strategische Meisterleistung immer. Yes. Hurra. Wobei am Ende werden sowieso wieder irgendwelche Sterne verteilt, die... Irgendwer wird mich schon noch überholen. Bin da jetzt einfach mal sicher. Oh, du bist Zweiter. Cool. Ja klar. Das Problem ist nur, ich werde vielleicht jetzt gleich einen neuen Stern bekommen. Was machen wir dann? Aber dann wird wahrscheinlich irgendwer da oben an dieser dummen Kiste da oben landen und mir meine Sterne alle wegnehmen. Wie 7? Warum kann ich eine 7 würfeln? Was ist das denn? Du hast genau das gleiche wie Daisy, was? Achso, ja, 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 klar. Oh, verfickter Blooper. Hör bloß auf, doch.
Geh weg. Wow, ich keine Ahnung, dass hier ein Mega-Blooper herumtreibt. Ach du Scheiße. Der Überqueren der Brücke ist nicht ohne, sei vorsichtig. Besonderes Ereignis. Wütender Mega-Blooper. Okay. Schön. Oh, wenn dahinter ein Stern ist, ist das aber ganz schön fies. Wario ist am Zoch. Ja, dann los, Jon. Na, wir werfen jetzt eine, weiß ich nicht wie viel. Wie viel brauche ich denn? 5. Yes! Fabrizio, schönen guten Abend. Eine 6 sogar, ja, nehmen wir. Quasi auch wie meine Schulnoten. Hurra! Ja, ich habe schon auf dich gewartet. Hallo, ich bin Toadette und ich möchte gerne mit dir ein Kind zeugen. Donnerwetter, Wario hat ja wirklich ganz schön laufen. Ja, mal gucken, wie lange noch. Oder ist ein Blooper-Surfbrett? Ich will auch ein Blooper-Surfbrett haben. So, der landet jetzt wahrscheinlich direkt vor Rosetta. Aber Rosetta hat ja keine Münzen. Wario ist in Führung, ja. Ist korrekt. Gut, Zeilenstern, anderen, bla bla bla. Ja, ist okay. Los, Jon. Nee. Zu den Dingern da? Das ist aber doof. Da könnte man ja theoretisch ein Ding von mir klauen und da direkt einen bekommen und dann in Führung gehen. Frauken, da musst du hin. Da hat aber jetzt niemand nicht aufgepasst. Hier, na, wir wollen schon gleich einen Stern haben. Ja, ich natürlich. Ja, ich will auch. Die Trauer der Spieler ist schon, das finde ich sehr, sehr harsch. Möchte das nicht. Das ist ja alles toll. Wollte ich sogar am liebsten, glaube ich. Das ist so wie ein Hamburger verpackt. Oh, war toll. Den nehmen wir gerne. Rosetta ist ab so, Herr Gott sei Dank. Ich habe 3 Items. Ich muss mal meine Items nutzen, sonst habe ich ja bald zu viele und kann sie dann, weißt du, und ich kann keine neuen mehr verstauen. Das wäre ja schlimm. Bist du eigentlich auch ein Partner? Du brauchst einen Partner. Warum geht sie jetzt von der Insel weg? Das ist ja falsch. Besonderes Ereignis. Oh, kriegt sie jetzt einen Obstsalat? Gehe ich davon aus, dass da ein Stern erscheint, wenn da noch jemand hinkommt? Sowas in die Richtung? Wenn ich jetzt vermuten müsste, Runde 6 von 10 schon. Ach du Scheiße. Ja, aber schnell. Oh nein. Der Trauen. Die trauernde Flitzekacke. Oh Gottchen. Fischfütterung, Brunnenbalgerei oder kein kleiner Fisch. Total Banane. Schnüffelken, schönen guten Abend. Willkommen zu Total Banane. Podest in der Mitte erreichen. Ich glaube, wir müssen einfach nur laufen. Wir müssen einfach nur laufen und so wenig wie möglich über Bananen rennen. Klar? Dahin, wo der Pfeil zeigt, musst du hin. Okay? Ja? Hast du geübt? Fertig? Okay. Maiken, schönen guten Abend. Willkommen zur Party des Jahrhunderts. Ach, wir haben alle ein anderes Feld. Ah, interessant, okay. Verstehe, ich kann folgen. Das ist aber ein sehr, sehr kleines Blickfeld, das man hat. Game Design. Scheit. Scheit. Angst. Konzentration. Yes. Yes. Dahin, wo der Pfeil zeigt. Schnell! Yes! Zweiter. Guck. Läuft doch. Boom, Alter. Ja, ich habe einen Thron aus Bananen. Ich bin Wario, Frauken ist Flitzekacke und der Rest ist AI. Zeit. Hör mal, Zeit. Ja, 2018 ist wirklich kein schlechtes Jahr für Videospiele und es kommt noch ein Haufen Titer Shit raus, ey. Ich freue mich so sehr auf Red Dead Redemption, das wird fantastisch. Yay! Und nächste Woche kommt auch noch Luigi's Mansion raus. Sollen wir auch mal gucken, ob wir das hier spielen. Also anspielen wahrscheinlich zumindest mit Sicherheit, ja. Du bist ja nicht da, Gina. Wir hätten, glaube ich, gar nicht genug hier Controller. Müssen wir mal noch 2 kaufen eigentlich, ne? Sollen wir mal ein Item nutzen? Ich könnte natürlich jetzt mal ein Item nutzen.
Ich könnte jetzt theoretisch ganz kackendreist die Goldröhre nutzen und mich einen Platz entfernt hin teleportieren lassen von dem Stern und den dritten Stern einsacken und mein Imperium weiter ausbauen. Das basiert darauf, dass Sterne zu Stars werden und dann explodieren und dann diesen Wurf machen und dann habe ich gewonnen. Worauf bist du gespannt? Auf Luigi's Mansion? Ich auch. Ich habe auch noch nie eins gespielt. Also ich bin sehr gespannt, wie das denn so funktioniert. Ich weiß nicht mal mehr, wie die Spiele sich anfühlen. So vom Gameplay her, vom Gamefeel her. Also es wird komplett neu. Das ist ein Remake vom ersten, nur auf dem 3DS. Also bin gespannt. Sache, die Line Cokes, Alter. Diese ohne Scheiß. Das Spielfeld besteht aus einer Line aus Coke. Das ist Wahnsinn. Oh, wie langsam sie fliegt. Auch wenn du Glück hast, direkt zu. Die ist direkt bei dir. Jetzt geht's aber los hier. Hier, na, schön, Stern. Lass mal machen. Wie komme ich überhaupt von der Insel weg? Ach, Moment, mit den Röhren. Ich muss. Ach, du Scheiße, stimmt. Ich muss in so eine Röhre, um überhaupt von der Insel wegzukommen. Kacke. Ach du Scheiße. Das wird interessant. Die 8-Bit-Controller sind fantastisch, ja. Nachdem ich meine Verbindungsprobleme von dem Ding in den Griff bekommen habe, geht's dann auch langsam, ja. Du darfst jetzt nur, pass mal auf, du darfst jetzt nur keine 1 oder 2 werfen, ne? Weil sonst bist du von der Insel weg, von dem Stern. Aber da hilft natürlich jetzt der Pilz bei, weil jetzt kriegst du nämlich plus 3 und bist auf jeden Fall schon mal drüber weg. Krieg 17. Wie viel brauchst du? 8. Ne, das sind keine 8. Aber nah dran. Glücksfeld. Hey, du hast ein Glücksfeld. Du hältst. Guck dir das mal an. Läuft doch, hör mal. Hashtag Fraukensmart. Hör mal. IQ 200. Hör mal. Verdrängungswettkampf. Blitzschnell zum großen Geld. Also quasi YouTube. Meisten Münzen einheimsen. Ach, wir können. Achso, wir müssen einfach. Ach, Scheiße. Einfach nur laufen und Münzen einsammeln. Klar? Einfach, oder? Laufen, Münzen einsammeln und bestenfalls dem Blitzkram ausweichen. Das ist das, was wir machen müssen. Die Männergrippe ist Gott sei Dank langsam auf dem. Du musst drücken. Die ist Gott sei Dank so langsam, aber sicher auf dem Rückzug. Aber so ein bisschen Sexy-Time-Stimme habe ich schon noch. Etwas heiser bin ich noch und ich habe etwas Kratzen im Hals. Bitte ein Hundemitleid. Jetzt muss ich husten. Hilfe. Ich war davon aus, dass der Blitz dann auch Münzen abzieht. Wie Last Me habe ich doch? Was heißt das? Na, immerhin. Danke euch. Gronk Raid Simulator. Ich meine, ich würde einen Gronk Raid nehmen. So ist das jetzt nicht. Oh ja, genau. Etwas Krutzen im Hals. Oh, wie viele Münzen du hast. Fehlen nur noch die Sterne. Kriegst du auch noch. Das wird schon. Runde 8. Hier war schnell rum. Aufgepasst. Nur noch 3 Runden zu spielen. Lohnt sich, einen Blick auf die aktuelle Platzierung zu werfen. Yes. Wario ist auf dem ersten Platz. Monty Flitzekacke folgt auf Platz 2. Platz 3 gehört Dessin und Rotzalina ist auf Platz 5. Das wird eng. Jetzt darf sich keiner auch nur die geringste Blöße geben. Ach komm, jetzt wieder doppelt so viele Münzen wie früher. Wer will wohl gewinnen? Hören wir uns die Meinung eines Gastexperten an. Oh Gott, wer wird das jetzt? Oh Gott, nein. Wer zieht mich jetzt wieder durch den Kakao Gesundheit? Hier ist er. Darf ich um Applaus bitten? Flaggos left, genau. Dankeschön, Samu. Hallo Leute, ich bin's, Lakitu. Rosalina wird gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit liegt für mich bei 70, nein, sagen wir 80%. Was ist das für ein Arschloch? Wir müssen Rosalina besiegen. Ja, hier, nicht hier. Wir müssen. Wir haben zu tun. Stay hydrated? Moment. So, Leute, hier für Rosalina folgende. Der hat doch gesagt, dass sie gewinnt. Wieso kriegt sie jetzt auch noch. Wir brauchen Belohnung, weil sie gewinnt ja. Wir müssen ja ausgleichen. Ist natürlich aus dem tightesten Glas aller Zeiten. Nicht, dass wir das vergessen. Hashtag Wasserlevel. Ja, brauchst gar nicht so angeflogen kommen, Mensch.
Wurf plus 5, mein Arsch. Ja, da kannst du dir ruhig die Bäckerpause machen. Wir nähern uns dem Spielende. Kommt aber noch besser. Auf blauen Feldern gibt es ab sofort 6 Münzen. Allerdings bedeutet es auf roten Münzen, auf roten Feldern ab jetzt Verlust von 6 Münzen, also Vorsicht. Das kann die Partie entscheiden. Na, immer noch nicht nervös? Da kann ich nachhelfen. Oho, mit deinem Besenstiel. Spiel macht doch nur Spaß, wenn es richtig zur Sache geht. Lass mich raten. Lass mich raten. Irgendwer wird mir jetzt meine Sterne wegnehmen. Ach, der werte Herr Kruz von Tut und kann nix ist heißer. Oh ja. Der muss ja auch fast so viel reden wie ich. Gute Besserung. Übrigens sensationelles Glas Kruz, Hüppe. Fabrizio! Wahre Worte gelassen ausgesprochen. Danke dir, Alter. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Heilige Scheiße, jetzt geht's aber los. Oh je, Kamek hat die Pechfelder noch schlimmer gemacht. Ach du Scheiße, Hashtag Fabrizio Hype. So ein Riesenpechfeld ist sehr gefährlich. Da sollte man auf keinen Fall landen. Ob sie gefällt oder nicht, die letzten 3 Runden stehen an, also gib jetzt alles. Hätte ich, da habe ich das jemals nicht getan. Von wem ist dieses Glas? Stimmt, Kamek ist der neue Bowser, aber die mussten ja auch einen neuen Bowser nehmen, weil Bowser ist ja hier spielbar. Was ich gar nicht so uncool finde. Ich mag Bowser als spielbaren Charakter eigentlich ganz gerne. Ehrlich gesagt. Wobei dieser lassiv auf der Seite liegende Bowser in den alten Mario Party Spielen, der war schon ziemlich fantastisch, oder? Also ich hatte schon manchmal Stock in der Buchse. Hi. Dies hier ist ein Itemladen. Möchtest du etwas kaufen? Fick dich. Mike hat's ausgesucht. Gute Wahl. Danke euch beiden. Wario ist am Zoch immer. Losion, wo muss ich denn hin? Ich möchte von dieser Insel runter jetzt, ne? Das heißt, kann ich denn jetzt von der Insel runter, wenn ich jetzt hier normal würfel? Den neuen Jumanji haben wir noch nicht geguckt, nein. Wir hatten das letztes Mal vor, aber irgendwie hatten wir das denn nicht. Möchte ich da lang? Ich möchte von der Insel weg, ne? Moment. Der Stern ist... Wo denn? Wo ist der Stern, verfickte Scheiße? Wo? Oh. Ach, der ist bei mir. Oder... Ach, nee, Quatsch. Ach, ich bin da oben. Ach so, also möchte ich jetzt rüber auf die Melone und dann runter... Ja, okay. Hm, verstanden. Okay, ja. Vorsicht, Mega. Ab geht er. Scheiße. Ich möchte auf die Melone. Ja, aber auf der Meloneninsel gibt es 2 funkelsprühende Stäbe. Natürlich möchte ich da hin. Ja, wir gucken den bald. Ja, dieses Wochenende wird ein bisschen knapp, aber wir gucken den bald. Melone streicheln, aber nicht die von meiner Frau, du. Kannst vielleicht mal meinen Bananensalat schlecken, aber das, hör weg. Tu noch so überrascht. Du hörst mich jeden Abend, hör auf. Ich kann da nichts zu. Hey, Flitzekacke ist am Zug, hau einen raus. Oh, die Temperatur steigt. Wie viele Münzen ist das? Jetzt kannst du dir eigentlich was leisten. Jetzt bist du hier aber auch am Strategieren, oder? Jetzt geht's aber los. Das Ding ist, jetzt holt die sich ihren Stern und danach hat sie die goldene Röhre. Du Schlange. So ein Grinsen, ohne Scheiß, so ein Grinsen. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich gewinne. Ich meine, nur wenn man in den Minispielen da regelmäßig gewinnt, das ist Mario Party, Alter, das ist alles RNG. Am Ende kommt dann irgendwie, der Zufallsstern geht an Schnifty Schnuffhausen. Ja, genau. Oder kriegst dann irgendwie, ja gleich kommt der Plot-Twist, ja. Der Moment wird gleich sowieso kommen, ich warte nur drauf. Hurra. Die goldene Röhre, ja.
Hashtag Teamfrauen. Ja, ich habe vorhin schon gesagt zu Frauen. Es wird ein lustiger Stream, wenn diesmal alle gegen mich sind. Das ist, als wäre das was Neues. Wo wir da stehen, der muss doch nur noch deppen, der Sack. KI gewinnt, wir mal der Dritte und Letzte. Beschrei es nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist leider zu groß. Brunnenbalgerei. Hopsala. Aufgabe, nicht weg. Oh, nicht wegkegeln lassen. Warte mal. Wir müssen ja rüberspringen. Klar? Du musst einfach nur springen, wenn das Ding kommt. Klar? Klar, ne? Okay. Du sollst nicht die Videos angucken, du sollst bereit sein. So, jetzt bin ich bereit. Also ja. Okay. Warum sind die beiden jetzt im Fokus? Wissen Sie, Bullshit. Okay. Konzentration. Siehst du alles? Ah, das war knapp. Ist die Richtung relevant, in die ich blicke? Nee. Hat schon irgendwer weg? Bowser ist weg. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich trete dich gegen verfickten Goomba. Gegen den Goomba an. Ich habe gegen den Goomba verloren. Rosalina hat Wieso hat Rosalina... Rosalina hat wegen dem scheiß Goomba gewonnen? Was ist das denn für ein Scheiß? Die natürlich gewinnt ihr Spiel noch, ja. Die gewinnt das noch. Die gewinnt das noch. Hundertprozentig. Ja, das ist gerade da, wenn ich jemals einen gesehen habe. Kack-Goomba-Teil. Runde 9. Daisy ist doch und ist genau ein Feld vor dem Stern. Was ist das bitte für ein Cheat-Kack hier? Wir müssen ragen. Goomba sind niedlich, ja, das stimmt. Abgesehen von dieser komischen Goomba-Tante aus dem Paper Mario-Spiel, die kann ich nicht ausstehen. Schnauze. Scheißspiel. Das ist ja. Stern erhalten. Rosalina guckt schon so starr in die Kamera. Da ist ja irgendwas, ist da. Die hat irgendeinen Dreck am Stecken. Gumarina heißt die Alte. Entschuldigung, natürlich diese junge, wunderhübsche Pilzdame. Ach, das ist ja so ein Pechfeld. Wird auch, irgendeine Relevanz werden diese dämlichen Pechfelder auch noch haben. Hi. Das ist jetzt, die geht jetzt nicht ernsthaft genau in die Richtung von diesem verfickten Stern, oder? Telefon. Das ist jetzt ein Scherz. Das ist jetzt ein Scherz. Was zur Hölle, Mann? Okay. Ja, geh mal ran. Das ist bestimmt die scheiß LBS. Die haben nur ihren alten Namen gespeichert, die Trottel. Oh, Frauen wird wütend am Telefon. Ich darf nicht so laut sprechen. Oh. Warte ich jetzt auf Frauken oder spiele ich kurz für Frauken weiter? Soll ich einen Wurf für Frauken machen? Ich mache einen Wurf für Frauken, ist okay, oder? Wie geht das? Ah, okay. 2. Ich habe alles gegeben. Warte mal, wo ist der Dingsbums? Der ist da, also möchte sie die Seite wechseln. Wobei, ich könnte jetzt drauf spekulieren, für Frauken. Ich könnte jetzt drauf spekulieren, dass der... Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Daisy den Stern ja gleich bekommt. Und jetzt für Frauken drauf spekulieren, dass der dann auf dieser Insel landet. Wäre das eine Idee? Also wenn ich jetzt spielen würde für mich selbst, würde ich es so machen. Also hoch. Okay.
Ich habe eine Runde für dich gespielt. Stimmt, Frau hat eh eine Röhre, stimmt. Noch dazu. Nee, du hast jetzt aber einen goldenen Pilz. Oh, und ich spiele mit Rosetta gegen dich. Okay. Nicht den Faden verlieren. Ach du Scheiße. Und das mit der AI? Ach du Scheiße. Wir müssen das Muster, was da in der Mitte angezeigt wird, zeichnen. Oh. Oh, Timmer! Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Hast du verstanden? Ja, ne? Ja. Easy, danke für die Bits. Ach du Scheiße. Fiese Möb, oh ja. Wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, was die jeden Abend hier mit mir ertragen musste. Okay. Ja, wir fangen dann mal hier an. Wenn die AI jetzt einfach das machen würde, was sie soll. Dankeschön. Nochmal den hier. Und dann so. Yes! Was machst du? Du musst gewinnen. Die Leute fordern das. Ja, wir haben Knoten. Ich will keinen Knoten. Nö. Alter, das wäre ja immer krasser. Okay, yes! Ende. Ivan. Ich denke mal, wir werden... Also, sollen wir nochmal eine Runde spielen? Dann wahrscheinlich... Oh, Moment. Dann mit einmal schwerer AI, oder? Oder willst du das so lassen? Die Verlierer trotzdem auch immer Münzen kriegen. Das finde ich fantastisch. Das gefällt mir. Okay, so, jetzt. Pass auf. Letzte verdammte Runde. Letzte Runde, jetzt noch richtig anstrengend, weil bla 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 bla. Immerhin werden nach dieser Runde Boni verteilt, sodass man Sterne erhalten kann. Abgerechnet wird erst ganz am Ende. Oh ja. So, sie ist damit auf jeden Fall schon mal bis auf einen Stern an mir ran. An mich ran. Das ist so eine tolle Sprachausgabe wie Hans, oder? Nah dran. Von der Qualität her allerdings ist Hans natürlich nicht zu übertreffen. In Köln nachbauen, oh ja. Schön auf Rheinauen. Die Blicke der Zuschauer würden mich interessieren. Zuschauer, ja sehr. Oh, guck mal, da ist Kratz mit seiner Famala. Lass mal auf die Gamescom scheißen. Lass mal lieber dazu kommen. Eine Mutter erhält einen Stern, du Arschkrampe. Haben die sich jetzt gefügt oder rufen die wieder an? Die Penner. Ja, ja, zum 15. Mal. Daisy will es wissen. Oh ja. Ja, ja, klar. Termin vereinbaren, um einen Vertrag zu kündigen, der längst gekündigt ist, wohlbemerkt. Reinauen. Aber hauen werden wir natürlich dann auch die Leute, die uns nicht feiern. Hashtag Pazifisten ran. Eine eigene Stage. So ein Panel. Sitzt hier oben auf so einem Podest und laber irgendeinen Scheiß. Das ist genauso wie hier, nur ohne Facecam, sondern dafür mit Tisch. Na gut. Kann ich. Wario ist Anzug 12 Felder. Moment, was hab ich denn? Plus 5. Aber damit komme ich auch nicht auf 12. Ja, wobei, mit Boffser könnte ich auf 12 kommen. Aber wahrscheinlich nicht. Machen wir uns doch nichts vor. Sei denn, ich habe jetzt schon eine 6. Natürlich nicht. Stimmt, ein Mischpult vom Raab. Apropos. Fertig. Okay. Oh komm. Oh, am Ende werde ich mit 3 Münzen Rückstand verlieren. Ich garantiere es. Ich garantiere es, ich werde... Wieso ist sie schon wieder unmittelbar vor dem Stern? Was ist das für eine Cheaterin? Ey, das ist ja nicht zu fassen. Alter. Pass mal auf, die würfelt jetzt eine 12. Der Stern landet dann genau 10 Felder von ihr entfernt. Pass mal auf.
Wir haben heute leider keinen Stern für dich. Ach, der Typ da unten links mit der Butter. Was ist das denn? Ist das ein Butterstrand? Das ist bestimmt Exotic Butter. Großige Aussichten. Kommen wir zum Wichtigen im Leben zurück. Rosalita will sie... Rosalita, oh. Wenn sie jetzt so eine Bahama-Mama wäre, dann würde sie Rosalita heißen. Roseletta. Ron-Ton-Ton-Ton. Ja, das wäre dann eher Ruhrpott, zugegebenermaßen. Aber ist ja auch gut. Da ist niemand in der Nähe, oder? Wer ist wohl als erstes Herrschaft? In der letzten verfickten Runde niemand. Oder die hat jetzt irgendeinen Trick im Ärmel, irgendeinen Ass im Ärmel. Hat, oh, nö. Irgendein Scheiß haut die jetzt noch raus. Ich rieche es. Ja, ja. Was will die damit jetzt noch? Warum kauft die das jetzt? Es gibt ja keine Runde mehr. Sie hat jetzt 10 Münzen verschenkt oder 5 oder wie viel das waren. Was? Und das schwimmt sie jetzt genau zum Stern. Oh, nutzt die goldene Röhre. Wenn ich den Tipp mal geben darf. Hattest du vorher? Ich weiß nicht, ob du dran gedacht hast. Ja, guck mal, da ist ein gelber Rahmen drum. Ist fast wie in einem Thumbnail von mir. Hashtag Team Badman Stübo, ja. ein gigantischer Auflauf. Das wird wahrscheinlich jetzt... Stimmt, ja, wenn du einen Einswürfel kriegst du trotzdem, ist egal. Mit der Münze, mit der Röhre kriegst du immer ein Dings geschenkt. Du bist überhaupt die Letzte, die würfelt jetzt, ne? Also... Habe ich 3 oder 4 Sterne? 3? Also bist du bis auf einen Stern ran. Du bist bis auf einen Stern ran. Und die Bonussterne kommen jetzt noch. Mir schwan Böses. Der Rosalina glaube ich nicht. Rosalina kann ich mir nicht vorstellen. Die müsste ja jetzt 4 Sterne bekommen. Weil selbst wenn sie gleich zieht, hätte sie weniger Münzen als ich. Das kann ja gar nicht sein. Ich denke... Na, mal gucken. Es ist Mario Party. Alles kann passieren. Ja, stimmt, direkt hinter Fragen. Toll. Danke, Toadette. Ja, wenn der Mund. Aber das ist, vielleicht wird der Münzstern ja gar nicht verteilt. Das ist das Ding. Es kann ja auch sein, dass der Münzstern. Weil es gibt ja dann mal den Trostpreis oder was weiß ich was. Die meisten Minispiele habe ich auch gewonnen. Aber vielleicht wird der gerade nicht verteilt. Ja, toll, danke. Bissige Buxierer. Jetzt gibt's aber auf die Lichter, hör mal. Jetzt geht es auf die Fresse. Moment. Aufgabe, beleuchtet Kugel schlagen. Ich bin ja viel langsamer als 3 Leute gleichzeitig. Okay, klar. Schlagen mit dem Knopf und laufen. Klar? Klar. Immer die leuchtende Kugel. Bash. Ich weiß nicht, ob die garantiert verteilt werden. Mal schauen. Ich kann mir vorstellen, dass sie noch etwas mehr RNG da reingepackt haben. Was ja auch okay ist, letztlich. Ja, passt schon. Das ist Mario Party. Man weiß ja, was man bekommt. Also kein Mensch, der Mario Party spielt, erwartet wahrscheinlich, dass er mit Skill sonderlich weit kommt. Würde ich jetzt zumindest... Also ich zumindest für meinen Teil erwarte das nicht. Schau mal bitte, welcher Skill? Und vielleicht werde ich ja bald zum Mario Party Speedrunner. Wer weiß das schon? Fühl ich oder nicht? Ich habe gegen 3 Leute gewonnen. Was zur Hölle habt ihr getan? Ihr solltet die Dinger schlagen, nicht schlafen. Hurra. Läuft doch. Ja, das Ende ist ziemlich lahm, ja. Finde ich auch. So, jetzt sind wir mal gespannt. Sonnenuntergang für das Inselabenteuer. Damit ist auch für mich die Arbeit erledigt. Zeit für eine Runde Schwimmen. In meinem Rock. Wer hat nun gewonnen? Miep, miep. Schwabbelbauch. Mhm. Also dann, gehen wir mal durch, wer sich welchen Bonus sichern konnte. Es gibt übrigens einen Stern für jeden Bonus. Hier ist der erste Bonus, der vergeben wird. Item-Bonus. Item-Bonus. Diesen Bonus erhält der Spieler, der die meisten Items eingesetzt hat. Rosalina. Der Bonus geht an Daisy Rosette. An alle außer mich. Was zur Hölle, Mann?
Der ist ein bisschen gleichgezogen mit mir. Der muss nur einen mehr kriegen als ich. Und welches ist wohl der zweite Bonus, den ich verkünden darf? Ergebnisbonus. Ja, den muss ich... eigenes Bonus. Das bin ich ja auch nicht. Diesen Bonus des Spielers verdient er die meisten Ereignisse. Aufgesucht, das war ich auch nicht. Das war Rosie, eine von den beiden Tanten war das. Dieser Bonus geht an Daisy. So weit, so gut. Aber wer hat denn nun... Das war's! Das ist jetzt ein Scherz! Deine Mutter! Deine Mutter Glückwunsch! Was zur Hölle? Die hat einen Stern mehr als ich.